Hallöchen, meine lieben Freunde, und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Diesmal noch ohne Face. Ich habe geschrieben, es wäre okay, aber momentan nehme ich gerade ein bisschen voraus aus und ich bin jetzt fertig und heute keine Face. Nein. Nicht zu, ne? Hoffentlich. Da ist einfach mal ein Creeper. Nicht schon wieder. Bin nicht noch mal. Gönn doch. Besonders wenn es leckt. Finde ich das jetzt nicht so prickelnd. Ah, es leckt gar nicht. Okay. Heieieiei. Oh, jetzt muss ich kurz was gucken. Nicht, dass es schon wieder passiert. Okay, meine Audio. Das muss ich wahrscheinlich erst nach dem... Egal. Um 1,5 Sekunden ist meine Audio jetzt verschoben. Nicht wundern. Frag mich nicht. Warum? Was, ich muss erstmal ein bisschen ehrenlos werden. So, in der letzten Folge hatten wir... Ach, apropos, ihr habt mir Themen geschrieben, was ich sehr gut finde. Vielen Dank dafür. Gucken wir da kurz nach. Erstmal einen Browser starten, nebenbei ein bisschen Erde auffüllen. Erstmal vielen Dank für eure Kommentare. Ich liebe Kommentare zu diesem. Sorry, dass gestern kein Minecraft kam, aber ich hatte schlicht keine Lust, weil... Warum? Und konnte eher nicht und war müde und finde ich jetzt nicht so toll, wenn ich müde bin und dann noch Minecraft aufnehme. Jetzt habe ich extra ein bisschen geschlafen vorher. Es ist halt kein Problem jetzt. Ein bisschen Minecraft aufzunehmen. So, jetzt habe ich ganz viele Steine. Die müssen wir unbedingt abgeben. Ich gehe kurz zum Dings und währenddessen kann ich kurz eure YouTube-Kommentare aufmachen. So. Ich hoffe, ihr seht es mir nach, wenn ich es jetzt nicht einblende, weil nicht vorbereitet. Und hier sind Steine. Steinloch. So, also die Erde können wir erstmal behalten, Gott sei Dank. Hey. Ihr macht immer noch keine Kinder, ne? Ihr seid langweilig. Hey. Was soll ich? Das sieht immer noch sehr komisch aus. Regnet es gerade? Okay. Ich glaube, den Clean Stone machen wir so. Weil wir werden nie so viel Clean Stone haben. Darum packen wir das jetzt hier rein. Ein bisschen will ich behalten. So 3 Stacks. Dann können wir das dann zum Bauen nutzen. Dann geht es perfekt auf. Erde brauchen wir auch. Das heißt, ein bisschen mehr Erde. Das heißt, wir können die mal benutzen. Und jetzt geht's weiter. Aber die Leine möchte ich gerne hier hin klatschen. Den Wassereimer können wir unter... Habe ich die hier? Ja. Brauchen wir... Ach, zwei. Ich brauche zwei Eimer. Vielleicht habe ich oben noch einen Wassereimer. Ich muss gucken gehen. Küken. So, eure Kommentare. Hier. YouTube Studio Community Abonnenten. Kommentare. Ja, ich gehe auf Abonnenten. Das ist voll die gute Idee. Hier. Zum Thema YouTube hat Mr. Venatus geschrieben. Du machst doch nicht lange Let's Plays, hast aber noch nicht so viele Zuschauer. Wir haben darüber geredet, wie es das so ist mit YouTube und so. Am Anfang ist es halt etwas demotivierend, wenn die Leute halt nicht so zuschauen. Das ist klar, aber ihr müsst wirklich gucken, Regelmäßigkeit zu bringen. Jetzt habe ich Hunger. Und zu gucken, dass ihr wirklich regelmäßig hochlädt. Und auf jeden Kommentar, auf jeden Abonnenten, der was schreibt, eingeht. Vorausgesetzt, es ist keine Werbung. Löscht bitte direkt. Lasst euch davon nicht unterkriegen, wenn jemand Werbung macht. Das ist einfach dämlich. Und, galten auch nicht die Meinung, das bringt überhaupt nichts. Natürlich muss es jetzt gerade regnen.
Ja, eben, du machst es aus. Also, er schreibt Mr. Venatus. Ich hoffe, ich sprich es richtig aus, sonst hau mich. Er macht es aus Spaß. Das ist auch gut so. Denn es ist schließlich auch ein Hobby. Und das wird es auch bleiben. Hoffe ich. Denn wenn man YouTube nur aus, weil ich muss, mache, dann finde ich das doof. Das merkt man den Leuten an. Man muss einfach Spaß haben an der Sache. Dann merkt man das auch. Und da kann man auch lange weitermachen. So. Ich baue jetzt lieber zuerst ab. So. Ja, ich freue mich auch. Also genau, du schreibst es. Man freut sich über jeden Zuschauer, über jeden Kommentar. Eigentlich können, komm, wir machen das jetzt einfach so. Sonst denkt ihm so, warum labert der und blendet das nicht ein? Da gehen wir am besten kurz ins Haus. Dann gehen wir auf eure Kommentare ein. Also jedenfalls erstmal von Mr. Venatus. Thema. Ja, ihr wisst schon. Lord Voldemort. In unseren Lagerraum. Dann haben wir hier so einen schönen Blick in unseren Dachboden. So, also. Moni Kommentar hier Eigenschaften. Warum habe ich da eine Game-Aufnahme? Das ist doof. Geht das so? Ausnahme besonders. Das ist die voll die Fensterausnahme. Ausschnitt. So. Ausschnitt. So, ja, Mr. Vinatus. Das sollte. Es tut mir leid, ist voll professionell. Hier, sehr gut. So, dann noch. Ich lese es jetzt kurz vor. So, dann noch zum Thema YouTube. Ja, ich mache Let's Play. Noch nicht besonders lange und aber natürlich noch nicht so viele Zuschauer. Und du hast recht, niemand lädt Videos hoch, ohne etwas zu erwarten. Und es ist schon manchmal Kraftraum, wenn man sich so viel Mühe gibt, mit Wiesen macht und sich dann am Ende es sich niemand anschaut. Klar. Aber am Anfang ist das einfach so. Denn mittlerweile gibt es so viele Let's Plays, es gibt so viele. Da fällt man nicht direkt auf. Weil ist halt einfach so. Da musst du halt Kommentare schreiben, nette Kommentare anderen und mit anderen mal aufnehmen und halt alles Mögliche. Mir ist das klar, dass es nicht auf einen Tag für andere geht, dass man viele mit Wiesen macht und sich am Ende. Falsche Zeile. Ich nehme jetzt, dass wir viele Zuschauer bekommen trotzdem. Ja, zum einen ist es schon klar, aber es dauert wirklich. Bei mir hat es genauso lange gedauert. Mir macht die Arbeit Spaß, die Videos zu schneiden oder auch die Thumbnails zu erstellen. Joa, das ist die Hauptsache. Deswegen habe ich in nächster Zeit nicht vor, damit aufzuhören. Gut so, denn wenn du YouTube nur halt anfängst, Abonnenten zu kriegen, auch nicht gut. Du freust dich, wie ein Zuschauer und Kommentar. Sehr gut. Aber sind mir nicht wichtig, weil ich habe schon ein paar, doch kaum einer davon schaut wirklich meine Videos. Das weißt du nicht. Du weißt nicht, ob deine Abos deine Videos gucken. Denn zum Teil können sie nur gewisse, schauen sie nur gewisse Projekte. Die anderen gucken nur alle Schaltjahre rein und so weiter. Also, das hat damit nichts zu tun. Was für die, also, nenn ich. Ach, und das Schlimme für mich ist, weil ich noch neu bin und nicht von einer Miete zu einer unterhalten sein kann, stelle ich mir, weil ich wirklich nicht, doch kein Pro bin, solche Guild Wars. Warum sollte jemand meine Videos schauen, wenn es doch tausend bessere gibt? Das hat doch damit nichts zu tun. Es geht um dein Auftreten, deine Charaktere, du, jedes Guild Wars Let's Play ist individuell beispielsweise, auch Minecraft, ja. Bin halt leider Pessimist. Eben, das solltest du eben nicht tun. Du solltest positiv denken, auch bei YouTube. Und diese Werbung finde ich schlimm, doch leider ist man als kleiner YouTuber oft betroffen von solchen Kommentaren. Und da ist der Frust über solche noch größer. Ja, also ich bin noch kleiner YouTuber und habe auch sehr oft sehr viele Kommentare. Ich lösche die einfach. So, das war's. Ach ja, Themenvorschlag für diese Folge. Alltagsrassismus. Ich hab noch nie. Ich hoffe, ich werde gleich nicht angegriffen. Ich glaube, außerhalb ist das. Hoffe ich. Alltagsrassismus. Kann ich jetzt nicht viel sagen, denn ich habe nicht so viel Erfahrung damit. Wir sollten schlafen gehen. Und ich hoffe, es kommt nicht plötzlich ein Creeper oder so rein.
Du kannst nicht schlafen, es ist ein Monster in der Nähe. Fick dich. Bruce. Ja, guten Tag, wollen Sie reinkommen? Aua. Tschüss. Kann ich jetzt schlafen? Es donnert. Ich hoffe es... Nein! Ich blende das kurz ein. Entschuldigung. Über Alltagsrassismus kann ich leider nicht viel reden. Ich finde das einfach doof. Fertig. Ich habe das nicht aktiv miterlebt. Aber würde ich das aktiv miterleben, würde ich was dagegen tun. Spinne, tschüss. Spinne, tschüss. Spinne, tschüss. So. Kann ich jetzt schlafen gehen? Bevor es Blitz einschlägt in mein Haus. Und das Haus brennt. Und meine Mühe ist weg. Brains. 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 Danke. Okay. Im Alltagsrassismus kann ich jetzt nicht sagen, vielleicht kann ich ja wieder auf YouTube eingehen. Ist halt auch ein großes Thema zum Teil. Wo sind denn welche gespawnt? Klingt so, als wären sie oben gespawnt. Joa. Tschüss. Ach, da drüben im Stall. Ist ja ein Saustall, du. Ihr seid aber nicht so intelligent, ne? Naja. Also, YouTube ist ein unbeschriebenes Blatt. Besonders YouTubes Algorithmus ist sehr schlimm. Wenn man nicht regelmäßig hochlädt, kackt man in den Views ab. Das heißt, ich habe gestern nicht hochgeladen. Ich werde definitiv weniger Views haben heute. Gott sei Dank hilft da Twitter und Facebook geht es leider anscheinend nicht mehr. Weiß auch nicht warum. Es funktioniert jedenfalls nicht mehr mit den automatisch Videos posten auf Facebook. Was ich sehr schade finde, weil ich mag Facebook nicht so gerne. Und das wäre die einzige Möglichkeit, wo ich etwas auf Facebook posten würde. So ist das halt mit den Social Media praktisch. Es teilt auch auf Google Plus. Beispielsweise, wenn man in Kreisen von ein paar sind, dann kriegt man automatisch Videos geteilt. Was ich sehr gut finde, denn so kriegt man die Videos auch geteilt. Denn YouTube zeigt in der Abo-Box nicht immer alles an. Bei mir ist es beispielsweise so, dass ich es über. Moment kurz. Über Wii U und so gucke. Und da ist das Programm so gestaltet, dass es einfach alle Videos anzeigt, die nacheinander hochgeladen wurden. Wenn man auf die Hauptseite geht, werden einem nicht alle Abos angezeigt, was sehr doof ist. Ich finde die Abo-Box da sehr doof gelöst. Und beispielsweise sollte man immer gucken, dass man seine Abos auch mal aussortiert. Man sollte wirklich gucken, dass man Neueste, die man nicht mehr schaut, deabonniert. Denn ich finde das extrem doof, tote Abonnenten zu haben. Wie Mr. Venatus gesagt hat, nicht alle gucken. Klar, tote Abonnenten hat man immer. Besonders mittlerweile. Hani hat das auch erzählt. Sie hat die 356.000 momentan ungefähr geschätzt. Kann falsch sein. Schlag mich. Auf jeden Fall, das meiste davon sind einfach tote Abonnenten. Das ist nicht schön. Und tote, also die Abozahl hat einfach nichts auszusagen. Denn wenn man, ich kann behaupten, mindestens 10%, wenn nicht viel mehr, sind tote Abonnenten. Also sowohl Accounts, die nicht mehr benutzt werden, als auch Leute, die einfach abonniert haben und nie zu gucken. Die dachten sich, ah komm, ich abonniere mal, weg. Nix. Dafür freue ich mich trotzdem über 300 Abonnenten oder über anderzahlige Zahligkeiten. Da freue ich mich extrem drüber und ich bringe das auch zum Ausdruck, aber es sagt halt auch nicht viel aus, denn du weißt nie, wie viele Leute wirklich deine Videos gucken. Und natürlich, ich muss jetzt auch gestehen, mein erster Abonnent war ich selber, weil man halt noch einen anderen Account hatte und dann hat man das einfach gemacht und ja, also ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass bestimmt viele Leute sich selbst mal abonniert haben oder so. Oder halt Freunde, die einen dann sowieso nicht gucken, aber trotzdem abonniert haben. Das ist ja ungefähr das Gleiche, aber mittlerweile haben mich ja viele Leute abonniert und gucken mich und schreiben Kommentare und das finde ich sehr super. Vielen Dank dafür. Viel euch geknuddelt. So. Wir haben es Bond geschaffen. Diesen See, den können wir benutzen. Und das habe ich im Wassereimer vergessen. Für uns ist das nicht so toll, aber ich habe einen Wassereimer. Vielleicht reicht das.
So. Ich würde sagen, die Melonas und Kürbisfelder machen wir zuerst. Die grenzen wir mit Half-Slaps ab, damit das keine Komplikation gibt. Denn ich hasse es, wenn die dann irgendwie kreuz und quer wachsen. Und hier oben kratzt mich das gerade ein bisschen an mit den Erdteilen. Weg! Weg mit euch! Ich möchte sie mich schon gerade nach hinten haben. Das heißt, dieser Baum muss auch weg. Tschüss, Baum! Huch! Ich brauche das Holz eigentlich gerade nicht. Von daher kann es. Oh, das ist der Zuckerrohr. Ja, hier muss es bleiben. Und hier ist Sandy. Sandy. Und YouTube ist halt so ein großes Thema. Man kann viel über YouTube reden. Wenn ihr wollt, kann ich auch Tipps geben. Oder, gut, Tipps. Sei du selbst. Schlicht und einfach. Mach, was dir Spaß macht. Mach einfach. Denk nicht zu viel darüber nach. Man denkt leider viel zu oft, viel zu über alles dreimal nach. Anstatt einfach, du einfach. Mach's einfach. So. Damit wir erstmal ein Wasserloch haben, das wir dann auch benutzen können. Sehr gut. Dann können die nämlich das da hinten zumauern. Und ich sollte was essen. Nom nom Melonas. Ach ja, unser kleines Schwarzeichendorf. Ihr könnt mir auch gerne schreiben, wen ich denn übrigens mal so zum als Gast einladen soll. Gibt ja viele, mit denen ich was machen könnte und fragen könnte. Und ja, mittlerweile bin ich nicht so verklemmt und denke so, nee, das geht doch bestimmt nicht. Ja, nein, aber langsam geht das. Ich finde das, ich frage einfach, fragen kann ja nicht schaden. Und Leute, die ich kenne, werden dann bestimmt mit mir was spielen. Von daher, nee. So. Huch, Glitch, Glitch. Aber unser Farmgebiet wird schon langsam was, ne? Hier sollten wir übrigens zubauen. Warum mache ich das? Mit Steinen wollte ich eigentlich. Joa. Huch, das wollte ich eigentlich nicht. So, in der nächsten Folge könnt ihr dann gucken, dass wir dann mal die Farmmaschine testen. Eine Farming-Muschi, Maschine. So, und dieser Berg muss weg. Er muss verschwinden. So. Okay. Brains. Also ich bin richtig stolz, wenn die dieses Gebiet fertig haben. Ganz ehrlich. Und mittlerweile ist es nur noch anstrengend. Hey. Könnten wir ja eine Pilzfarm könnten man auch machen hier. Dass man dann eine Höhle gräbt und dann guckt, dass man da Pilze farmt. Cool wäre es natürlich, wenn die Mützel finden würden. Also ein Pilzbiom. Aber davon kann ich ja nur träumen. Ich finde weder Dschungel noch irgendwas. Was ich sehr. Also, was ich hatte. Also, gewisse Dinge sind viel zu selten. Gewisse Dinge kriegst du am Arsch. Auch wenn die. Ach, viel zu selten sind. Kacke, ey. Das ist doch ein Boden hier, ne? Ach, sogar eins zu tief. Okay, dann. Dann kann ich das eigentlich lassen, dann. Ach, nur oben, hier. Okay, okay, okay. Das heißt, ich kann jetzt doch hier Oberfläche und Steine und. Okay. Alles ist weg. So. Wie findet ihr den momentanen Schwarzeichendorf? Gefällt es euch oder würdet ihr was ändern? Welche Gebäude soll ich noch bauen?
Was ich auf jeden Fall bauen werde, ist so die Versorgung, so Wasserwerke und vielleicht in der Windmühle. Also Windmühle auf jeden Fall, denke ich. Wahrscheinlich die beim Wasser oder so. Und vielleicht. Also was ich auch Elektrizitätswerke, das ist ein großes Projekt, da werde ich wahrscheinlich wieder Creative Mode machen. Dann werden hier Elektrizitätswerke erstellen. Das werde ich dann wahrscheinlich wieder im Livestream machen. Also bitte meinen Twitch-Kanal unbedingt followen, damit ihr nichts verpasst. So. Und schon sind 20 Minuten wieder um. Ich muss mich leider wieder von euch verabschieden. In der nächsten Folge könnt ihr dann wieder auf einen Kommentar eingehen. Ich finde das super, dass ihr mir so viele Kommentare schreibt. Und ja. Hier ist voll das Partyschwein. Schwein, geht da weg. Du musst hier weggehen. Muss ich alles abbauen. Aber jetzt haben wir wenigstens mal Durchgang, Durchblick. Habe ich das jetzt eigentlich? Nein, habe ich nicht. Ah, ich komme zu nix, ey. Hier kann ruhig ein bisschen Sand sein. Ich glaube, das stört mich nicht. Wir machen jetzt das noch weg und dann verabschiede ich mich erstmal. Okay, das Gröbste habe ich geschafft. Bis zum nächsten Mal, liebe Freunde. Tschüss.